So, wir sind jetzt in Iffezheim, am Ober am Storchehorst. Auch Iffezheim war ja damals die Wiederansiedlung des Weißstorchs, das Projekt vom Bund und Land Baden-Württemberg damals. Und auch in Rheinstädte wurde Störche angesiedelt und in beiden Ortschaften erfolgreich. In Iffezheim ist natürlich auch die Gruppe INI, Initiative für Naturschutz in Iffezheim, die sehr engagiert ist und natürlich auch dazu beiträgt, dass die Störchen geeigneter Lebensraum vorfinden und dass der Lebensraum eben auch erhalten wird. Hier haben wir einen Jungstorch, der ist jetzt ca. 6 Wochen alt. Sieht man auch an der Größe einmal, die Schwungfedern sind noch nicht ganz ausgebildet. Man sieht noch Flaum auf dem Rücken und natürlich typisch ist der schwarze Schnabel. Den hat er also bis zu einem Alter fast von einem Jahr. Jetzt gucken wir gerade mal rein, wie der Schnabel aussieht. Er ist relativ sauber, also wenig Fremdstoffe drin. Was eigentlich auch nicht arg schlimm ist, nur wenn es extrem heiß und trocken ist, dann verkrustet es da im Schnabel innen drin und das ist dann unangenehm. Dieses Jahr haben wir ein ungerades Jahr, da werden sie links beringt. Ich habe hier einen Ring, der Vogel war der Radolf Zell, der sogenannte Elsa-Ring. Das DER, das DE steht für Deutschland und das R für die Vogelwarte in Radolfzell. Und das AL ist einfach und die Zahl ist einfach die Ringseriennummer. Wenn jetzt irgendwo ein Storch gefunden wird oder abgelesen wird, also wenn er abgelesen wird als lebender Storch oder gefunden als Totstorch und man gibt die Ringnummer bei der Vogelwarte Radolfzell an, dann kriegt der Beringer Nachricht, wo der Storch gesichtet worden ist, und derjenige, wo den Storch meldet, kriegt auch Nachricht. Und umso mehr Daten man hat, umso mehr kann man natürlich letztendlich auch sagen über das Verhalten von dem Storch, über das Zugverhalten, über das Alter und so weiter. Also der sieht jetzt aus wie tot, Herr Eisenbart. Ja, der Fall, also die Jungstörche fallen in eine Starre. Das sieht man auch, wenn man, also der flattert jetzt nicht großartig oder sonst irgendwas. Die fallen in eine Starre rein und das ist einfach zum eigenen Schutz. Diese bringen wir links. Das machen wir jetzt auch, ja? Das machen wir jetzt. Der Fuß ist eigentlich ausgewachsen soweit. Man braucht also keine Zange mehr, wie man es früher gebraucht hat, sondern man drückt dann einfach mit den Fingern zusammen. So, man hört das Klacken. Jetzt ist nur eine Seite, jetzt hört man es noch einmal. Zack, so, jetzt sind also beide Ringseiten richtig eingerastet und der Storch ist jetzt markiert. Und wenn der irgendwo wo gesehen wird, dann kriege ich eine Rückmeldung und ich gebe die Rückmeldungen dann auch immer weiter an die Leute vor Ort, weil die das natürlich auch interessiert, wo ihr Storch gerade gesichtet worden ist. Jetzt braucht er noch ein paar Wochen und dann ist er abflugbereit für nach Afrika. Die Jungstörche fliegen so 14 Tage bis 3 Wochen vor der Altstörche aus, sammeln sich in Jungstörchgruppe und die Altstörche sammeln sich nachher auch und fliegen hinterher. Also sie fliegen nicht zusammen. Sie kennen auch den Weg, müssen nicht von den Altvögeln gezeigt bekommen. Die meisten Störche aus unserer Region fliegen über die Meerenge von Gibraltar, über die Meerenge deshalb, weil einfach der Storch ein reiner Segler ist und die Thermik braucht und kein Aktivflieger. Und über Meer gibt es natürlich keine Thermik, da müssen sie aktiv fliegen. Deswegen suchen die sich eigentlich immer die engste Stelle aus. Die Ostzieher fliegen über den Bosporus nach Afrika, aber die meisten bei uns sind also die Westzieher, die Westpopulation. So, jetzt würde ich sagen, jetzt brauchen wir noch eins für den Storch, weil er hat jetzt zwar einen Ausweis, damit er Frankreich und Spanien überfliegen darf, aber was er noch nicht hat, ich glaube, er hat noch keinen Namen. Ne? Nee, er hat jetzt sollte man vielleicht Namen. Einen Namen suchen. Und da haben wir heute zwei Damen da von der Umweltstiftung. Und ich glaube, die haben sich jetzt gerade Gedanken drüber gemacht, wie denn so ein Storch heißen könnte. Jetzt machen wir einfach mal Vorschläge, würde ich sagen, oder? Ich finde Holger immer ganz wichtig. Holger, ja. Für einen Storch. Ja. Bitte? Fridolin. Also wir können jetzt auswählen zwischen Holger und Fridolin. Und ich würde sagen, dann lassen wir den Herrn Eisenbart als Storchenexperte entscheiden, was denn besser passt zu einem jungen Storch. Also Herr Eisenbart. Also das erste Mal, dass ich jetzt dem Storch einen Namen gebe. Ich finde eigentlich beide Namen gut, aber das ist schwierig zu entscheiden. Soll man einen Doppelnamen geben? Holger Fridolin. Machen wir Holger Fridolin. Holger Fridolin mit oder ohne Bindestrich? Ohne Bindestrich. Ohne Bindestrich, okay. Dann heißt jetzt der Storch aus Iffezheim mit der Ringnummer AL
375. 375, der heißt jetzt Holger Fridolin. Genau, und das wird dann auch bestimmt bei der Umweltstiftung festgehalten. Und wenn ich da mal eine Wiedermeldung kriege, melde ich das an die Umweltstiftung. Und der Herr Semmelmann gibt euch da mit Sicherheit Bescheid, wo der wieder gesehen wurde. Ja. So, und jetzt sehen wir natürlich auch die Mutter, die Storchenmutter, die Esmeralda. Die schaut vom Kirchendach zu uns rüber, was wir denn mit ihrem Kleinen machen. Aber ich denke mal, sie wird gleich wieder kommen und ihn versorgen. Wahrscheinlich hat sie ein paar Häppchen für ihn mitgebracht. Okay, dann machen wir nochmal gleich einen Storchenblick über Iffezheim. Und zuerst sehen wir noch den Gerhard Jung. Der Gerhard Jung ist der Storchenvater in Iffezheim, der betreut die Störche seit mehr als 20 Jahren und die kennen ihn auch schon, also darum ist es absolut keine Störung. Und jetzt kommt der Storchenblick. Den Blick hat also der kleine Holger Fridolin, wenn er dann früh morgens aufwacht und über Iffezheim schaut. Das sind die beiden Patinnen sozusagen für den Holger Fridolin, die zurzeit bei der Umweltstiftung